Peace, Leute, heute geht's darum, was wir von Kindern lernen können. Erinnere dich mal dran, wie du ein Kind warst, aufgewacht bist, aus dem Bett gesprungen bist. Es gab nur den Tag, nur den Moment. Du hast dich drauf gefreut, auf den Tag. Konntest was erleben, machst die Augen auf. Erinnert euch mal dran, wenn ihr jetzt in Kinderaugen schaut, wie die Augen leuchten, die Augen sind warm, offen vor Begeisterung, weil sie was betrachten, anschauen, völlig im Moment sind und nicht bei der nächsten Sache im Kopf sind und so weiter, meinen, sie hätten keine Zeit, müssen durchrennen und so weiter. Zeit ist eine Illusion, die Kinder sind völlig im Moment, betrachten die Dinge. Ich denke, dass Kinder eine viel höhere Weisheit haben und langsam durch die Erziehung in ein Muster reingepasst werden, wo man heutzutage als normalen Erwachsenen sieht, als abgestumpften Roboter, der umherläuft und keine wirklichen eigenen Wünsche mehr hat, bis man in diese Programmierung reinkommt. Matrix, der Film, trifft es da schon ganz gut, wie diese Realität hier abläuft. Es ist immer nur eine Realität, die du dir selber in deinem Kopf geschaffen hast und du meinst jetzt, oder du hältst dich auch so an dieser Realität fest, weil es deine ganze Welt über den Haufen werfen würde, wenn die Welt gar nicht, wenn alles, was für dich jetzt vorher Wert hat, dieses ganze Materielle und so weiter, wenn du feststellen würdest, dass das alles eine Illusion ist, dass das Leben mehr im Kopf bzw. im Geist stattfindet oder du dieses Leben im Äußeren einfach nur eine Projektion ist von deinen Gedanken im Inneren. Und klar, dann hält man sich dran fest, weil man die Wahrheit nicht verkraftet, noch nicht. Und wenn man sich mal Kinder anschaut, ich arbeite so gern mit Kindern zusammen, ich gebe Inline-Workshops an Schulen mit Kindern und oder auch so, Kinder sind noch im Moment, die sind unverfälscht im Moment, die betrachten die Dinge, die haben Spaß. Die Augen leuchten, die haben Freude am Leben. Auch wenn sie immer mehr in Muster reingepresst werden, da ist noch Leben da. Da ist noch Genuss, da ist kein Zeitdruck. Und das ist, denke ich, auch wieder das, wo man hinkommen sollte, seine eigenen Wünsche wieder zu leben. Und dann kommt auch wieder das Funkeln in die Augen. Dann, wenn bei Leuten, die auf ihrem Weg sind, erleuchten die Augen. Das, was sie machen, begeistert sie und die Augen strahlen einfach aus, dass es der richtige Weg ist, den sie gerade gehen und dass sie so glücklich sind. Andere Leute meinen dann nur immer, hey, du solltest vielleicht nicht so leben, einfach nur in der Weltgeschichte rumreisen, machen, was du Spaß drauf hast. Du musst doch mal eine richtige Arbeit haben, du musst doch mal dies und das. All die Leute, die es zu was bringen, die ganzen reichen Leute oder die Schauspieler, muss nicht reich sein. Das ist völlig belanglos. Auch arme Leute sind viel glücklicher, die haben gar nichts, irgendwo in der Bambushütte in Thailand und sind glücklicher. Aber all die Leute, die sich einfach ausdrücken, Artisten, Schauspieler und so weiter, Künstler, Autoren, die haben noch ein ganz anderes Denken, die, wenn die gerade das machen können, was sie erfüllt und davon leben können. Und das erfüllt sie einfach. Du siehst, die haben eine ganz andere Ausstrahlung, die sind glücklich. Und dahin sollte man wieder kommen. In den Zustand von einem Kind, das sich wieder begeistern kann. Dass wieder die Dinge sieht, die Kinder hören, auch wenn da ein Vogel zwitschert und so weiter. Die sind nicht so in Gedanken fortgerissen, dass sie nicht mehr die schönen Dinge um sich wahrnehmen könnten. Und da geht es einfach um Achtsamkeit und Bewusstheit
um diese Sachen wieder wahrzunehmen. Und da sollte man wieder hinkommen und da kann man, denke ich, von den Kindern das meiste lernen, wenn sie noch jung sind, unerzogen, noch nicht in eine Form gepresst, kann man am meisten von den Kindern lernen. Und ja, ich bin einfach begeistert davon. Ich umgebe mich oft lieber mit Kindern als mit Erwachsenen. Die Erwachsenen sind so fest in Glaubenssätzen eingebunden, dass sie nicht mehr frei denken können und die Sachen nicht mehr ohne ihre Vorurteile oder ohne ihre vorgefertigte Meinung, dass sie da und hier Theorien geschaffen haben, an denen sie jetzt festhalten, betrachten zu können. Und ja, deswegen inspirieren mich Kinder so sehr, dass man einfach wieder in den Moment kommt, wieder das lebt, was man möchte, was einen erfüllt und was die Augen zum Strahlen bringt. Peace.